Heute schauen wir uns beim Fixit Monday etwas aus den Pannentuckern an. Da ist mir aufgefallen, dass viele Beginner irgendeine Anwendung machen oder den Hubert-Drill oder sonst irgendetwas. Der Lehrer zeigt etwas vor, wie sie reagieren sollen, und sie machen das, und zwar egal, wie der Trainingspartner mir den Druck gibt. Das ist aber nicht richtig. Weil wenn ich hier zum Beispiel einsteige ins Strapping und er drückt hier nach außen, und viele machen dann das trotzdem so, dass sie hier zum Beispiel jetzt hier einfach die Hand von innen nach außen blocken, und das würde in der Realität nicht passieren, also nicht funktionieren. Wenn ich hier reingehe, er blockt hier rüber, dann kann ich niemals das machen, weil er würde mich hier treffen. Umgekehrt genauso, drückt er auf diese Seite, kann ich hier keine Rückfaust machen. Nämlich muss ich mich hier rüber bewegen und das machen, er würde hier 100 Mal schon etwas reagieren und ich habe keine Chance. Also darauf unbedingt achten. Viele schauen da wirklich, habe ich die Erfahrung gemacht, die Pannentuckern nicht so darauf. Im Wing Chun zum Beispiel achten die Lehrer sehr darauf, weil das ist ja so im Zentrum von Wing Chun. Pannentuckern ist etwas anders, da hat man andere Schwerpunkte. Trotzdem sollte man auf sowas achten, dass man keine falschen Reflexe einpflanzt einfach. Das heißt, blockt er hier rüber, mache ich meine Rückfaust, das funktioniert und ist schnell. Blockt er hier hin, ziehe ich einfach so ab und kann hier sofort wieder schlagen.